Das Leben als digital Nomade ist für viele ein Traum. Viele wünschen sich, diese Freiheit zu haben, von überall aus auf der ganzen Welt zu arbeiten. Für viele ist es aber auch noch ein totales Mysterium und viele Leute wissen auch gar nicht, was es eigentlich oder was ein digitaler Nomade ist. Ich bin seit 4 Jahren digitaler Nomade. Seit 4 Jahren reise ich quasi um die Welt und bin auch selbstständig. Und in diesem Video erzähle ich euch, wie es wirklich ist, ein digitaler Nomade zu sein und welche vielleicht Schattenseiten es auch gibt, welche negativen Dinge es vielleicht auch gibt. Aber was auch total positiv daran ist. Also fangen wir einfach mal mit der ersten Frage an. Was ist überhaupt ein digitaler Nomade? Ein digitaler Nomade ist eine Person, die von überall aus auf der Welt vom Computer aus arbeiten kann. Also die Freiheit hat von jedem Ort, sei es in Paris, sei es in Thailand, sei es wo auch immer, arbeiten kann. Das bringt eine unheimliche Freiheit mit sich. Es gibt auch viele verschiedene Varianten, ein digitaler Nomade zu sein. Es gibt Leute, die selbstständig, komplett selbstständig sind, so wie ich das bin. Es gibt Leute, die einen Remote-Job haben, zum Beispiel in Deutschland und dann aber trotzdem von überall aus arbeiten können. Und es gibt natürlich auch einen Remote-Job, wo man auch angestellt ist und zum Beispiel sich dann trotzdem an Arbeitszeiten halten muss, was ein bisschen schwierig ist, wenn man zum Beispiel jetzt auf Bali ist oder sonst so, weil die Zeitverschiebung halt so groß ist. Aber es gibt definitiv viele verschiedene Varianten von einem digitalen Nomaden. Ja, wie ist es wirklich, ein digitaler Nomade zu sein? Wie gesagt, ich bin seit 4 Jahren digitaler Nomade. Jedes Jahr war eigentlich anders, seitdem ich digitaler Nomade bin. Es haben sich wirklich viele verschiedene Dinge auch verändert und meine Ansichten haben sich auch verändert. Was natürlich einer der größten Vorteile am digitalen Nomaden sein ist, dass man eben die Freiheit hat und die Flexibilität, von überall aus auf der Welt zu arbeiten, was wirklich ein absolutes Privileg ist. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich mir das ermöglicht habe. Ich habe hart dafür gearbeitet. Für mich ist es natürlich eine der besten Sachen am digitalen Nomaden sein, dass man eben diese Freiheit hat, von überall aus zu arbeiten. Ich bin jetzt gerade auf Bali. Man kann sagen, in den letzten Jahren war Bali so einer meiner Bases. Ich war hier sehr, sehr oft. Letztes Jahr war ich echt viele Monate hier. Und einfach, ja, die Freiheit zu haben an dem Ort, wo man sein möchte, dahin zu reisen. Das ist wirklich super, super cool. Was an dieser Freiheit natürlich ein schwieriger Punkt manchmal ist, dass man wirklich auf sich achten muss und wirklich auch Struktur entwickeln muss, weil dadurch, dass man natürlich selbstständig ist, ist man an nichts unbedingt gebunden, aber man muss sich wirklich, also eine gute Tagesstruktur ist wirklich ausschlaggebend, dass man auch mal Nein sagt zu Dingen, auf die man eigentlich Lust hätte, aber wenn man weiß, dass man arbeiten muss, muss man auch manchmal Nein zu Dingen sagen. Zum Beispiel hier gibt es auf Bali so viele verschiedene Sachen, die einen ablenken können und man muss wirklich auf sich achten, dass man wirklich auch produktiv bleibt, ja. Deswegen, bei mir ist es so, ich time gerne mache einen Wochenplan, time gerne die Tage ein, wann ich wie was wo erledige oder erstelle mir wirklich eine Tagesstruktur, damit ich genau weiß, okay, die Zeiträume sind dafür da, dass ich das und das mache. Und wenn man natürlich an solchen Orten wie auf Bali ist, hier gibt es so viele Sachen einfach zu erleben, und man will auch viele Sachen erleben, gleichzeitig will man auch aber auch produktiv sein und sein Business voranbringen. Deswegen muss man da auf jeden Fall immer das Gleichgewicht finden. Macht das, worauf ihr Lust habt, ist einfach gesagt, aber achtet wirklich darauf, dass ihr nicht zu viel Freizeit immer habt, sondern dass ihr eine gute Balance findet, auch mal Nein sagt, aber trotzdem den Ort genießt. Ich denke, für viele von euch klingt das jetzt nach einem riesigen Abenteuer, das Leben als digitaler Nomade. Das ist es auch, muss ich sagen. Ich bin auch, es macht sehr, sehr viel Spaß. Gleichzeitig gibt es aber auch negative Sachen, die manchmal für viele schwierig sein könnten, wo ich auch schon durch phasenweise gegangen bin, wo ich dachte so, okay, ich weiß nicht genau, ob das jetzt noch das Richtige ist oder nicht. Zum Beispiel Einsamkeit und Isolation spielt eine große Rolle. Dadurch, dass man halt viel unterwegs ist, ist man auch oft alleine und hat nicht so diesen Teamfaktor, den man unbedingt jetzt in einem normalen Job in Deutschland in einem Büro zum Beispiel hat, dass man wirklich so viele Leute um sich herum hat. Zum Beispiel in einem Büro sieht man jeden Tag die gleichen Leute und dann freut man sich hoffentlich. Das kann in diesem Fall, weil man viel unterwegs ist, viel von Cafés arbeitet oder Coworking Spaces, kann es manchmal einsam sein. Es liegt auch immer natürlich daran, was man draus macht. Ob man jetzt zum Beispiel, man kann zu einer Coworking Space gehen, lernt da natürlich auch viele Leute kennen. Das kann natürlich ebenfalls ein gleicher Faktor sein, wie zum Beispiel, dass man wirklich, sag ich mal, ein Team hat. Und es ist natürlich immer total abhängig, was für einen Job man letztendlich auch hat, ja. Remote arbeiten heißt ja nicht nur, dass man immer alleine irgendwo sitzt und im Café. Es gibt natürlich auch Unternehmen, die komplett remote sind und man trotzdem diesen Teamfaktor hat, ja. Aber halt dadurch, dass man halt so viel unterwegs ist, ist es manchmal ein bisschen schwierig, auch tiefe Beziehungen oder tiefe Freundschaften zu entwickeln,
würde ich sagen, obwohl ich muss sagen, in den letzten 4 Jahren habe ich sehr, sehr viele Leute kennengelernt und auch sehr, sehr tiefe Freundschaften entwickelt. Viele meiner besten Freunde habe ich wirklich in den letzten 4 Jahren kennengelernt. Darüber bin ich super, super dankbar. Ich kann mir wirklich nichts Besseres vorstellen, weil diese Freunde, die ich zum Beispiel in dieser Zeit kennengelernt habe, die sind auch wirklich like-minded, die haben den gleichen Lebensstil, die haben die gleichen Ansichten vom Leben. Es geht nicht immer um den Lebensstil, aber die ungefähr gleichen Ansichten, die gleichen Träume, die gleichen Vorstellungen vom Leben. Und das ist eben das Coole. Was natürlich etwas problematisch ist, sage ich mal, wirklich einen Partner zu finden, der wirklich den gleichen Lebensstil leben kann und wirklich auch gleichgesinnt ist. Das habe ich so als eine Challenge, ja, oder von vielen Leuten auch gehört, dass für die das schwierig ist. Das sagen ungefähr alle Singles von meinen Freunden, dass es wirklich schwierig ist, einen richtigen Partner zu finden. Aber es ist natürlich nicht unmöglich, das darf man nicht vergessen. Was man natürlich gegen die Einsamkeit machen kann, ist, dass man zum Beispiel Fitnessstudios beitritt, Gruppenkurse macht. Das mache ich zum Beispiel. Ich lerne so viele Leute durch mein Fitnessstudio kennen und durch Sportaktivitäten. Und das ist für mich einer der größten Faktoren, um wirklich Leute kennenzulernen, dass man wirklich in einem cooles Gym geht, wo man Leute kennenlernt, auch zum Beispiel Events beitritt. Des Weiteren, wenn man viel unterwegs ist, so wie ich jetzt in den letzten 4 Jahren, wünscht man sich auch nach irgendeiner Zeit ein Zuhause, würde ich sagen, oder eine Wohnung oder wie auch immer, oder einfach mal ein Ort, wo man längere Zeit ist. Das ist natürlich immer abhängig, das ist nicht für jeden digitalen Nomaden. Man kann natürlich auch einfach sagen, ich hol mir jetzt eine Wohnung auf Bali und bin jetzt einfach das ganze komplette nächste Jahr hier. Das ist natürlich immer unterschiedlich, was für einen Lebensstil man als digitaler Nomade führt, von wo man aus arbeitet. Ob man jetzt sagt, man ist jetzt nur einen Monat in Bali oder wo auch immer, oder man ist nur ein paar Wochen da und dann wechselt man wieder, oder den Ort. Das ist natürlich immer total abhängig von euch oder von der individuellen Person. Was ich halt zum Beispiel hatte, dadurch, dass ich so viel unterwegs war, habe ich ab und zu mal gedacht, boah, es wäre schon schön, wenn ich einfach mal meine eigene Wohnung habe, mit meinen eigenen Möbeln. Genau, das sind so Gedanken, die mir manchmal in den Kopf kommen. Aber gleichzeitig könnte ich auch einfach sagen, ich bleibe jetzt ein Jahr auf Bali, hole mir jetzt eine richtig schöne Wohnung und hole mir auch Möbel und so. Das könnte ich auch. Also es ist immer total abhängig von euch, von welchem, ja, was ihr macht. Deswegen, ich kann euch nur raten, reißt nicht zu viel herum, weil, also nicht von Woche zu Woche, das kann man mal machen. Also es macht doch sehr, sehr viel Spaß. Aber ich habe gelernt, dass es manchmal schon schön ist, wenn man wirklich länger an einem Ort ist. Man kann gut Beziehungen aufbauen, man lernt neue Leute kennen. Man kann eine coole Routine entwickeln. Und das ist für mich persönlich ziemlich wichtig. Kommen wir zum nächsten Punkt. Und das spricht so für das erste Jahr als digitaler Nomade, was ich so als Problem hatte. Das ist nämlich, ja, die finanzielle Situation, würde ich sagen. In meinem ersten Jahr als digitaler Nomade, für viele, die sich noch erinnern können, ich bin damals mit einem One-Way-Ticket nach Bali geflogen. Ich hatte ein bisschen was angespart, bin einfach los und wollte wirklich mit Content Creation und mit meiner Leidenschaft meinen Lebensunterhalt finanzieren. Das erste Jahr war tatsächlich ein bisschen schwierig, weil ich immer als Video-Editor gearbeitet habe, als Freelancer. Und immer so kleine Jobs hatte, und dann musste man immer als Video-Editor, wenn du das fertige Video an den Kunden schickst, schickt der Kunde dir meistens das Video zurück und sagt noch, das möchte der Kunde verändert haben. Das sind immer meistens so kleine Projekte gewesen, wo ich wirklich dachte, okay, ich war finanziell auf jeden Fall nicht stabil, was sehr, sehr viel Energie gekostet hat und was ich auch super, super einfach anstrengend fand und was mir auch einfach irgendwann gar keinen Spaß gemacht hat. Deswegen diese finanziellen Sorgen, das war auf jeden Fall im ersten Jahr meiner Journey, sage ich mal, ein großer Teil, und das hat mich auch echt genervt. Dann Anfang des zweiten, oder ja, am Ende des ersten Jahres, sage ich mal, habe ich dann ein Unternehmen gegründet, was alles geändert hat, wo man dann wirklich auch Verträge mit Kunden hatte, was ich euch nur empfehlen kann. Also wenn ihr Freelancer seid oder wenn ihr in die Selbstständigkeit geht, dann macht auf jeden Fall Verträge mit euren Kunden. Das ist ein riesiger Unterschied. Dann habt ihr einfach wirklich, wisst ihr genau, wie viel Geld in dem nächsten Monat reinkommt oder in den nächsten Monaten, und ihr müsst euch keine finanziellen Sorgen machen. Ja, wenn ihr dazu irgendwelche Fragen habt oder so, könnt ihr mir auch gerne einfach irgendwas in die Kommentare schreiben, oder ihr könnt mir auch jederzeit bei Instagram schreiben, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Ich bin auf jeden Fall, ja, dadurch, dass ich eben 4 Jahre digitaler Nomade bin und selbstständig bin, kann ich bestimmt dem einen oder anderen ein paar Insights geben, wie es bei mir damals war, was ich gemacht habe. Für die es nicht wissen, ich habe eine Content- und Social-Media-Agentur spezialisiert auf Luxustourismus. Also ihr könnt gerne mal auf meinem Instagram auch vorbeischauen, dort teile ich einiges meiner Arbeit. Also wie ihr schon bisher in dem Video gemerkt habt, es gibt auf jeden Fall einige Herausforderungen, die man so hat als digitaler Nomade, definitiv. Aber es ist auch alles, hat auch alles was mit Lernen zu tun. Natürlich hat jeder Lebensstil seine Vor- und Nachteile. Auch ein digitaler Nomade hat auf jeden Fall Nachteile. Wenn ihr schon digitaler Nomade seid, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was bei euch so als
was eure Challenges sind. Das würde mich natürlich auch mal interessieren. Ich habe einiges über die letzten Jahre gelernt. Jetzt, heutzutage würde ich sagen, ich habe wirklich mein Lebensstil so optimiert und weiß genau, was für mich das Richtige ist, wie ich mich wohlfühle, was mir Spaß macht und wie ich das Leben als digitaler Nomade einfach für mich optimiert habe, wenn das Sinn macht. Tatsächlich so, wie es momentan ist, außer dass ich jetzt persönlich dieses Jahr sehr, sehr viel herumgereist bin und mir schon gedacht habe, boah, das ist echt zu viel, aber es ist ja auch dann habe ich auch gelernt, dass ich in Zukunft nicht unbedingt immer so viel reisen muss. Ich sehe das Leben als digitaler Nomade momentan eher, also es hat definitiv viel mehr Vorteile als Nachteile, weil einfach dieser Faktor Freiheit einfach so ein großes Thema ist. Selbst wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte nach Deutschland, dann könnte ich nach Deutschland gehen und meine Familie jeden Tag sehen. Einfach diese Freiheit zu haben, selbstständig zu sein, jeden Tag zu entscheiden zu können, was ich machen möchte, woran ich arbeiten möchte, das kann ich natürlich nicht immer entscheiden, aber einfach die Freiheit zu haben, auch zu entscheiden, wann ich wohin reise, das ist so krass und ich weiß das so sehr zu schätzen. Auch meine Freunde hier auf Bali, es ist unheimlich inspirierend zu sehen, womit die ihr auch ihr Geld verdienen und was für coole Freiheiten einfach wir alle hier haben und das kann ich euch wirklich nur empfehlen. Ihr könnt es ausprobieren, digital normal sein, man muss das ja nicht für immer machen, aber für mich ist es einfach ein cooler Lebensstil. Mir gefällt dieser Lebensstil sehr, sehr. Ich glaube, ich bin sehr, sehr viel in den letzten Jahren gewachsen und auch reicher geworden an Erfahrungen, an Freunden. Bin einfach sehr, sehr glücklich, wie es momentan ist. Und da kommen wir auch noch einmal zu dem letzten Punkt. Und dadurch, dass man halt so viel lernt, weil man sich mit unterschiedlichen Kulturen auseinandersetzt, man setzt sich mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Menschen auseinander. Man lernt von vielen anderen Menschen neue Dinge über die Kultur, über das Business, über Ansichten im Leben. Also das eine coolsten Sachen ist einfach, dass man einfach unheimlich viel wächst, unheimlich viele Erfahrungen sammelt. Diese ganzen Erfahrungen, die ich in den letzten 4 Jahren gemacht habe, die kann mir keiner nehmen. Und für den Rest meines Lebens werde ich, glaube ich, einfach unheimlich dankbar sein bisher für die Zeit und für die Möglichkeiten, die ich bisher habe, für die Menschen, die ich kennenlernen durfte, nur weil ich damals die Entscheidung getroffen habe, diesen Weg zu gehen. Das ruft auch einfach eine richtig krasse Dankbarkeit auf und ja, mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Ja, kommen wir einmal zum Fazit. Digital Nomade sein hat auf jeden Fall sehr, sehr viele Vorteile. Ich würde sagen, es ist nicht für alle was, weil viele Leute wollen auch bei ihrer Familie sein. Für mich ist es definitiv einer der coolsten Sachen oder coolsten Schritte, die ich in meinem Leben bisher gewagt habe. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, falls ihr irgendwelche Fragen habt. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Bis bald und ciao.